Jo, liebe Leute, willkommen zur 14. Ausgabe des Podcasts. Nach der letzten XXL-Ausgabe, wo wir über alle Cover-Stories geredet haben, kommt heute mal wieder eine Charakteranalyse, haben wir uns gedacht, und zwar über einen ganz bestimmten Rutschopf in der One Piece-Welt, und zwar nicht Shanks, habt ihr jetzt wahrscheinlich gedacht, nein, es ist so ein Kid, ihr habt das Video angeklickt, da werdet ihr doch wissen, um was es geht, Eustace Captain Kidd. Seine ganze Laufbahn in One Piece und auch seine zukünftige Laufbahn, wollen wir auch noch drüber reden. Und gerade auch sein aktuelles Geschehen in Udon im Gefängnis, in Wano Kuni, wie es da weitergeht und alles. Auch das Treffen mit Shanks, wie er seinen Arm verloren hat, darüber wollen wir natürlich auch reden. Und natürlich wieder mit dem Myrolox und der, dem übergebe ich jetzt gleich mal das Zepter, das Redezepter. Das gute alte Redezepter. Ja, Freunde, auch einen schönen guten Tag von mir. Wie gesagt, Eustace Captain Kidd, alles chronologisch aufgerollt, was wir über diesen Charakter wissen, und man muss natürlich hier an der Stelle schon mal direkt einhaken, die Vergangenheit ist nicht so krass thematisiert, dass man jetzt alles aufgreifen kann. Das Einzige, was wir hier wissen, ist, dass die Startgeschichte von Kidd im South Blue begann. Das heißt, während Ruffy und seine Freunde im East Blue quasi ihre Reise begonnen haben und da halt so ihre Abenteuer erlebt haben, war das bei Kidd im South Blue. Das ist auch relativ kurz gewesen alles, das heißt, die Entstehung der Kidd-Piratenbande und die ganze Geschichte, wie sie sich halt vom South Blue auf der ersten Hälfte der Grand Line dann so weiter fortbewegt haben, die war viel kürzer als bei den Strohhüten. Das heißt, es ging alles viel, viel schneller. Kidd wurde viel schneller berühmt, was auch einfach daran lag, dass er einfach mal straight die Zivilbevölkerung angegriffen hat. Und dadurch kam es halt schon sehr früh dazu, dass er ein enorm hohes Kopfgeld hatte und schon in frühen Zeiten quasi, wo die Strohhüte noch eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt waren in der Welt an sich, war Kidd mit seiner Piratenbande zumindest in der ersten Hälfte der Grand Line schon richtig gefürchtet, was dann halt auch einfach untermalt wurde, weil der erste Reveal von seinem Kopfgeld einfach mal somit das höchste war, was man zu dem Zeitpunkt kannte, jetzt abgesehen von Ace natürlich. Ja, das stimmt. Also hat er damals auch schon, war das 470er Kopfgeld? 470er, ja. Das ist immer noch das, was wir aktuell auch kennen. Also wir haben noch kein aktuelles Kopfgeld von ihm gezeigt bekommen. Das muss man auch sagen, genau. Oder? Deswegen, 470, das war glaube ich sogar das höchste nach dem 500er Kopfgeld von Ace, ne? Auf jeden das Fall. Das muss man sich mal reinziehen, ey, wie krass. Und das war ja gerade da, wo so diese ganzen Kopfgelder dann von den Supernova-Charakteren präsentiert wurden, und dann hatte man halt ein paar krasse Kopfgelder dabei, schlussendlich war auch Ruffy halt richtig gut mit dabei, aber dann kam halt so ein Kidd um die Ecke mit einem fucking hohen Kopfgeld, und man hat sich damals, also so dachte ich es mir zumindest damals, war für mich der Gedanke klar, das wird der mit Ruffy Kopf an Kopf um den Titel des Piratenkönigs mal kämpfen wird. Das war aber so, auch geil, ey. Also ja, wie sie da zu dritt standen, weißt du, mit Law und Ruffy und so. Genau, da wusste man so richtig, boah, diese Generation wird einfach alles überrollen. Es kam dann ein bisschen anders, wie man sich vielleicht im ersten Moment erdacht hat, aber damals war das auf jeden Fall richtig krass. Es wurde zwar auch relativ schnell revealed, dass sein Kopfgeld so hoch ist, weil er halt zum Beispiel die Zivilbevölkerung angreift, was Ruffy nie gemacht hat. Also Ruffy hat nie direkt die Bevölkerung angegriffen, um da irgendwie Schaden zuzuführen. Aber Kidd ist halt auch so ein Typ, der hat eigentlich dasselbe Ziel wie Ruffy, geht da auch relativ gleich ran. Das heißt, Kidd hat auch relativ früh dann eine Allianz gegründet, auch wenn die Allianz nicht bedingt durch ihn direkt so ins Rollen kam, aber schlussendlich ist er halt Teil einer Allianz, ähnlich wie Ruffy, und sie haben auch denselben Ursprung, denn das hat man vielleicht inzwischen auch schon vergessen, damals Ruffy und Law, wo die eine Allianz gegründet haben, war ja auch die Ursprungsgedanke, dass man einen Kaiser stürzt, dass es dann natürlich nach Dressrosa geht und das alles erstmal abgehandelt wird, war ja dann quasi so eine Zwischenstation, aber dem Grunde nach ging es darum, einen Kaiser zu stürzen, und bei Kidd und der Allianz rund um Kidd, also mit Scratchman Apu und Basil Hawkins und so, war der Ursprungsgedanke genau gleich. Also sie wollten auch einen Kaiser stürzen, und damals war das echt geil, weil man dann so ein Kopf-an-Kopf-Rennen von den Supernova-Charakteren hatte. Ich fand, das hatte immer einen sehr coolen Flair. Also richtig geil. Also jetzt im Nachhinein, also ihr merkt schon, wir springen ein bisschen, aber wir werden nochmal gleich chronologisch ein bisschen zurückgehen. Aber alleine das Ziel, einen Kaiser zu erledigen, und dass wir dann erfahren, einfach so bei einem Schwenker, sie wollen Shanks, also sie wollen Shanks an die Wäsche. Okay, das war schon krass, aber jetzt aktuell im Wano-Arc, wo wir dann im Gefängnis nebenbei erfahren, dass sie nicht ohne Grund Shanks an die Kragen wollen, sondern weil die Shanks-Piraten den Arm von Kidd genommen haben, höchstwahrscheinlich, weil es da schon mal einen Vorfall gab davor, das ist wieder so ein neuer Reveal. Also es kommt immer wieder noch was Krasseres raus. Ich finde das richtig geil. Und deswegen ist für uns als Zuschauer, als Manga-Leser, ist für uns Kidd gleich erstmal so als Bösewicht abgestempelt, allgemein. Also moralisch ist es schwer, das zu vertreten, so als Leser. Ich glaube, es soll auch so sein.
Weil er ist wirklich Pirat durch und durch, so wie Piraten halt auch nur mal waren. So, die meuten einfach alles, weißt du, klauen alles, metzeln alles nieder und scheiß drauf, ob das irgendwelche unschuldigen Kinder sind oder so. Und wir haben auch gesehen, wie er da Leute gekreuzigt hat und so. Also richtig krank schon. Also das kann man nicht anders sagen. Auch seine Crew, also wie die aussehen, jetzt mal abgesehen von Killer, was das für Typen sind. Alle so komische, Gothic angehauchte Voodoo-Menschen, so ganz komisch mit Leder und so. Also ich glaube, Oda will uns auch damit sagen, dass das von den Rookies so der Bösewicht ist, schlechthin. So. Auch wenn wir sagen müssen, Capone, ne? Was wir da von ihm erfahren haben, dass er Köpfe abschneidet und so ein Schwachsinn. Also es gibt schon, die sind alle schon nicht so ganz ohne. Ich glaube, von den Guten ist so Bonnie und Urush und so die Guten. Und wenn man den Bösewicht so zeigen will, jetzt hier ist es auf jeden Fall Kid, so der Antagonist der Rookies und eigentlich der Rivale. So. Natürlich ist, also Blackbeard ist für mich der Antagonist von Ruffy und der Rivale so ist eigentlich dann wiederum Kid, so, weißt du? Ja, also das Ding ist, da gehe ich auch voll mit und das hat man ja auch so aufgezwungen. Also chronologisch ging es halt darum, dass da bei Odi Archipel war ja da so der entscheidende Abschnitt, wo die Supernova-Charaktere eingeführt wurden. Das heißt, die schlimmste Generation Rookies mit einem Kopfgeld von über 100 Millionen Berry, wovon dann halt viele im ersten Moment erstmal uninteressant schienen, beziehungsweise man hatte das Gefühl, dass sie nicht so stark sind, beispielsweise Urush oder Jevely Bonny oder so, hatte man so ein bisschen das Gefühl, so okay, die werden vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund spielen und dann hatte man halt Kid, Law und Ruffy, die dann ja auch im Auktionshaus so voll präsent waren, denn dann kam es halt dazu, es war ja dann das Auktionshaus, wo dann einfach mal Menschenhandel betrieben wurde und da kam es ja dann, also da hat man das ja schon gemerkt, man hat das auch saugut verpackt, weil ja dann Rayleigh kam, der das Königshaki eingesetzt hat und das war so ein richtiger Filter für die Zuschauer, weil alle, die nach dem Königshaki noch standen, wusste man, ah, okay, das sind die Charaktere, die hier wichtig sind, weißt du? Ja. So, das war halt einfach so der Filter dafür und halt natürlich auch Kid mit seiner Bande da noch nach dem Königshaki am Stehen oder am Sitzen, eher gesagt, also Kid hat das halt auch nicht berührt. Und was auch hier jetzt natürlich wieder ein Sprung in die Zukunft, aber wir wissen einfach im Manga, dass Kid Königshaki hat und das finde ich richtig geil, weil um nochmal kurz allgemein über Kid zu sprechen, ich hatte immer so das Gefühl, am Anfang, wo er eingeführt wurde, krasser Rivale von Ruffy, dann hatte sich das so immer weiter gesteigert, dass man so denkt, ja, richtig krasser Rivale, ja, das passt, alles klar, vielleicht so der Clash um den Piratenkönig-Titel. Dann hatte man das Treffen mit Kaido und dann gab es ja den Schnitt und man wusste nicht, was passiert ist. Und dann, wo man ihn im Gefängnis gesehen hat, wie er da so halb tot, halb Kid liegt, also so, weißt du, es war ja, so eine Person, so die halb tot, halb Kid war, wo man sich dann so gedacht hat, alles klar, der Charakter ist komplett raus, also der muss ja richtig kassiert haben und dann hat man halt Ruffy immer viel krasser als Kid eingeschätzt, aber jetzt hat man halt dann gesehen im Wano Kuni-Arc, dass Ruffy genauso auf die Fresse bekommen hat, dass er genauso ins Gefängnis gesteckt wurde und dass Kid auch Königshaki hat und so, deswegen jetzt inzwischen finde ich, sind beide sogar wieder so ungefähr gleich auf, so vom reinen Stärke-Level her. Ja, vom Kassieren auch her. Also, ja, also, vom Kassieren auch her. Also wirklich, man muss sagen, ich habe auch immer gedacht, so, alle haben ihn immer abgestempelt. Ja, Kid, das ist ja die größte Lachnummer. Der hat ja nur kassiert, weil es war ja dann noch das Gerücht, dass er gegen Big Mom verloren hat und da vielleicht seinen Arm, also der hat ja einen Arm verloren, so, das war ja dann auch nach dem Timeskip erstmal neu. Und dann, dass er sozusagen, viele haben gedacht, dass er da auch an diesem Rad gedreht hat von Big Mom und da dann auch seinen Arm hergeben musste. Aber letztendlich hat er ja gesagt im Udon-Gefängnis, dass er sich lediglich von Big Mom das zurückgeholt hat, was ihm zusteht. Also er hat nicht mal gegen Big Mom verloren letztendlich. So, er hat, ich glaube, zwei Schiffe zerstört von ihr. Zwei Schiffe zerstört. Ja, das genau. Weiß man. Alleine, das ist ja schon ein Sieg. Und dann hat er aus seinen eigenen Lippen kam das, dass er sich das zurückgeholt hat, was ihm zusteht. Also von dem, was wir jetzt wissen an Infos, hört sich das an nach einer kleinen Auseinandersetzung, die vielleicht zu seinen Gunsten sogar ausgegangen ist. So. Also deswegen ihn jetzt abzustempeln als Loser oder so, würde ich nicht, weil gegen Kaido zu kassieren, auch wie random, also sie haben sich da auf so einer Insel zurückgetan und wollten einen Plan, glaube ich, schmieden, um Shanks zu stürzen, auch gerade mit Hawkins und so. Und dann wirklich, und dann kommt einfach Kaido runtergefallen. Und das ist für mich auch immer noch so ein Fragezeichen im Kopf. War das zufällig? Das kann ja kein Zufall sein. Dass Kaido ja, also das irgendwo da runterspringt und genau zufällig da landet und genau sind die da. Das ist irgendwie, das ist zu viel random, oder nicht? Ja, also es ist halt echt random, weil in der Szene, wo er runterfliegt, das sieht man auch im Manga, aber man sieht es halt auch ganz gut im Anime, das ist halt so eine kleine Insel und darum ist nichts, also es ist ja nicht so, dass das so eine Inselgruppe ist oder so, sondern da ist einfach nichts, da ist einfach nur Meer, so, und er fällt genau auf den Punkt, das ist halt echt irgendwie ein bisschen,
Ja, es wirkt schon ein bisschen als random. Als wäre es geplant, so, weißt du? Ja, genau, als wäre es geplant, aber es wurde halt nicht so aufgezogen. Es ist sehr tricky, also es ist wirklich sehr, sehr tricky, wie man das Ganze ja dann in der Zukunft auflösen will. Auch cool, weil hier, um nochmal auf die Rivalität zu kommen, man denkt halt immer so, okay, Ruffy ist so voll der Kaiser-Experte, er kennt Shanks schon seit der Kindheit, Kaido hat er jetzt ja auch getroffen, Big Mom hat er auch auf Whole Cake Island quasi angegriffen und mit Blackbeard hat er auch schon vorher zu tun, aber Kid ist gar nicht so weit dahinter. Ich meine, der hat Big Mom angegriffen, zwei Schiffe zerstört, sich geholt, was ihm zusteht und ist scheinbar ohne große Verletzungen daraus gekommen. Dann hat er gegen die Shanks-Piraten gekämpft, da einen Arm verloren, aber gut, er ist halt auch auf Shanks getroffen und er ist bei Kaido gelandet. So, das heißt, der hat auch extrem viele Kaiser-Erfahrungen, wenn man es mal so nennen möchte. Also der ist auch echt krass dabei, auch wenn er halt viel einstecken musste, aber ja, so ist das. Der hat, also er hat sogar also mit jedem alten Kaiser, also die es schon länger gibt, jetzt Blackbeard ist ja relativ neu, hat er eine Auseinandersetzung gehabt. Das eigentlich richtig krass so. Also mehr Erfahrung gibt es, also von den Rookies hat glaube ich keiner mehr Erfahrung mit diesen alten Kaisern so. Wie gesagt, Ruffy hatte mit Blackbeard, aber ich würde auch nicht sagen, dass Ruffy jetzt Erfahrung hat mit Blackbeard. Er hat ihm eine Bombe dafür gegeben. Muss man ja sagen, hat Ruffy so gesehen ja auch keine Erfahrung mit Shanks. So, klar, ja. Er kennt Shanks zwar, aber er weiß ja nichts von der wahren Stärke von der Shanks als Kaiser, beziehungsweise über die ganze Stellung, die Shanks halt so in der Welt hat. Das konnte Ruffy ja gar nicht einschätzen damals so. Ja, deswegen an sich ist Kid da schon ganz gut aufgestellt. Also wie gesagt, so der erste Schnittpunkt, den wir hatten, war die Vorstellung im Sabaody-Archipel, wo man halt auf der Auktion gesehen hat, wie er da so drauf ist, dass er den Königshaki widerstehen kann. Und dann kam es für mich zu einer Szene, wo ich sage, die sehen wir nochmal wieder. Die sehen wir genau so nochmal wieder in Wano Kuni. Und zwar der Kampf gegen die Marine. Auch krass, auch hier fällt mir nochmal auf, wie krass beim Sabaody-Archipel einfach noch diese Pazifister waren. Die waren fucking Endgegner, so weißt du. Ja. Die Pazifister waren so krass. Da haben sich mehrere Supernova-Charaktere zusammengetan, um da so einen Pazifister zu schrotten, während man dann halt später so einen Ruffy oder einen Zorro oder einen Sanji nach dem Timeskip hatte, die jeweils nur einen Schlag brauchen, um einen Pazifister dann fertig zu machen. Aber ja, darum ging es dann halt. Also der Kampf mit der Marine, das heißt Law, also Trafalgar D, Law, Ruffy, also Monkey D, Ruffy und Justus D, Kid, Kappa, nee, aber Justus Kid, waren dann halt als Trio da und das war richtig geil, weil alle haben halt so ihre Kräfte gezeigt, auch damals Law mit der OP-OP-Nomie war enorm cool, wo das so gezeigt wurde, was er drauf hat, fand ich richtig geil, aber jetzt kann man auch mal ganz kurz den Schlenker dazu schlagen, Kids Teufelsfrucht ist fucking, also die ist geil, das ist eine richtig coole Teufelsfrucht, finde ich. Also ja, normal, also von dem, was wir gesehen haben, das war schon richtig geil. So. Aber ich habe immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, so im Kopf so ein Downgrade, weil er braucht halt immer irgendwelche Metalle, weißt du, die er anziehen kann. So. Aber ich weiß, theoretisch sollte überall irgendwo was auffindbar sein, was er anziehen kann. Und irgendwie, theoretisch könnte er auch ein Metallgigant werden. Und da gibt es ja unzählige Spielereien im Kopf, die man schon durchgedacht hat, so, weißt du. Also an sich, die Frucht ist einfach richtig krass. An sich auf jeden Fall, weil man muss ja auch bedenken, damals war halt alles noch irgendwie aus Metall, gerade so die ganzen Waffen, die Schwerter und so weiter und so fort. Aber ich habe es auch mal in einer Theorie zu Kids Erwachen, wäre es ja ultra krass, also es basiert ja auf dem Magnetismus, dass er halt Sachen magnetisch anzieht. Es wäre ja ultra krass, wenn er Gegenstände, die nicht magnetisch sind, durch das Erwachen der Teufelsfrucht magnetisch machen kann. Also irgendeinen Holzstamm, der eigentlich nicht magnetisch ist, einfach magnetisch machen kann, weißt du? Ja, das ja. Hätte, boah, das wäre, also dann wäre die Frucht halt komplett overpowered, dann hätte er wieder, weil man denkt sich dann halt immer, okay, die Sachen ranziehen und die benutzen ist halt schön und gut, aber man sieht ja auch, wie sich Ruffy entwickelt hat und dagegen, also ich meine, es bringt ja nichts, wenn er da so eine dicke Faust aus Schwertern und so macht, wenn Ruffy da eine Kong-Gun gegenhaut, dann bringt das ja auch nichts mehr, ja, weißt du? Das ist das Ding, so Haki ist halt immer noch A und O jetzt zur Zeit der neuen Welt, aber ich glaube, Oda wird seine Frucht auch klug einsetzen so, also egal, ob wir jetzt im Hinterkopf haben, ja, die Frucht ist Quatsch, weil Haki ist eh wichtigste so, oder wird es schon klug einsetzen, dass die Frucht trotzdem geil sein wird und ich denke, wir haben noch nicht alles davon gesehen, natürlich gibt es noch die eine Thematik, Theorie, dass er sozusagen Lockport-mäßig auch die Magnetströme von Inseln spüren kann und sozusagen Raftel sogar vielleicht finden kann, ohne die Roadborne-Glyphen. Ich finde das immer noch ein geiler Gedanke so und das wäre auch krass, also wenn er einfach, er hat ja höchstwahrscheinlich so ein Magnetfeld, sag ich mal so, ne? Und umso krasser er seine Frucht trainiert oder das Erwachen letztendlich, umso größer ist dieser Kreis letztendlich, wie Law's Room in der Art. So in der Art müssen wir, glaube ich, uns auch so einen Magnetstrom letztendlich vorstellen um ihn. Und ich denke, wenn das Erwachen, oder da kann er
Ich würde es mir wünschen, dass er wirklich kilometerweit Sachen anziehen kann, beziehungsweise magnetische Sachen spüren kann. Und dann macht es auch Sinn, dass er eventuell wirklich so Lockports, also die Lockports waren ja nichts anderes. Sie haben auch mit so einer kleinen Nadel die magnetische Ströme der Insel letztendlich gefunden und haben dann dahin gezeigt. So. Und das war letztendlich ein Lockport. Und deswegen war das für ihn wahrscheinlich von vornherein Quatsch, so ein Lockport. Deswegen hat er direkt seine Frucht benutzt. Wenn es so ist, kann auch sein, dass Oda daran nicht denkt oder dass er es gar nicht mit einbaut oder dass es gar nicht umsetzbar ist, so für ihn als Charakter. Aber ja, ich finde, ich weiß nicht, jetzt gerade in Udon hat er jetzt eigentlich, warte mal, er könnte ja theoretisch, jetzt reden wir über Aktuelles, was ich eigentlich nicht so geil finde in so einem Podcast, der eigentlich zeitlos sein soll, aber er ist ja gerade gefesselt. Er könnte ja theoretisch da Wano Kuni. Die Frage ist, wie viel kann er da anziehen? Weißt du, meinst du, er könnte sich zum Metallgiganten machen? Also, dass er wirklich wie so ein, wie jetzt gerade im neuen Stampy-Trailer wieder dieser Douglas Bullet da ja, aussieht. Ja, da so. Hat man es ja auch gezeigt und man hat es ja auch im One Piece-Film Gold, war es ja auch so ein Goldgigant, ja, den man da benutzt. Ist irgendwie so ein Trend in den Filmen. Ja, es passt halt auch ganz gut. Ich habe auch gerade gesehen, das Kopfgeld ist doch damals angestiegen von 315 auf 470 Millionen. Das nochmal als kleine Korrektur. Achso, 350 oder 15? 315. 15 war das erste. Millionen. Und wann war es auf 470? Auf 470 Millionen war es nach dem Sabaody-Archipel. Okay, krass. Meine ich. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich sehe nur den Kopfgeldanstieg. Ja. Der quasi verzeichnet wurde. Auch hier wieder ist, es ist halt wieder ein bisschen verstrickt. Es ist halt wirklich, man muss es jetzt ein bisschen untergliedern, weil natürlich Sabaody Archipel, Kampf gegen die Marine, die Vorstellung der Kraft an sich, aber würde ich mal sagen, kommen wir dann noch zur neuen Welt. Man hat ja dann gesehen, diese Wende war ja, dass Ruffy dann in Impel Down beziehungsweise auf Marineford versucht hat, Ace zu befreien. Auch Kid hat das Ganze verfolgt, er war dann ja immer noch auf dem Sabaody Archipel. Man hat dann aber schon gesehen, dass die Kid-Bande, die eine Allianz geschlossen hat, zur Fischmenscheninsel aufgebrochen ist. Also die haben das Ganze quasi so ein bisschen früher durchgemacht wie Ruffy und haben scheinbar sich nicht dafür interessiert, was auf der Fischmenscheninsel so passiert. Aber kommen wir mal kurz auf die Allianz zu sprechen, weil die, finde ich, die hat schon was zu bieten, so von den reinen Namen. Natürlich wissen wir, dass die Allianz jetzt so nicht mehr existiert, aber es war halt krass, weil Justus Kid so ist so der heftigste Rookie gewesen, so neben Ruffy. Dann hatte er in der Crew einen Killer, der so ein bisschen wie Zorro war, also auch ein Supernova-Charakter, aber in derselben Crew. Und dann halt einfach Basil Hawkins und Scratchman Apu, die sich so perfekt ergänzen. Also, weißt du, ja, so ein, sag ich mal, relativ stumpfen Charakter wie Kid, der so sich leicht provozieren lässt und so und nicht so besonnen agiert, würde man meinen, dass man dann halt so einen Basil Hawkins hat, der da so ganz genau weiß, was er tut. Dass die dann halt eine Allianz bilden, ist halt sau cool. Und dann hat man halt, ja, dann hat man einfach so die Situation, wie die nach der Gründung der Allianz ihr Ziel ausmachen. Und das ist einfach Shanks gewesen. Das weiß ich auch noch, das war unglaublich geil, weil man natürlich gehofft hat, dass man in naher Zukunft einen Kampf sieht zwischen der Allianz und Shanks, aber ich glaube, da können wir lange drauf warten. Ja, auch, dass er sich mit Apu zusammengetan hat. Die haben ja am Anfang eine Auseinandersetzung gehabt. Ne? Ja. Also deswegen, irgendwie, ich würde also so gerne mehr Hawkins erfahren. Basil Hawkins hat das halt alles so zusammengehalten, ja, aber das ist halt auch irgendwie so ein, es ist halt auch wieder so ein bisschen lustig, weil Oda hatte damals schon in der FPS gesagt, dass von Kid so seine Lieblingssachen, die er macht, außer Waffen sammeln, ist Musik hören. So. Und dann hat der Scratchman Apu, der so Musikexperte ist, und dann streitet er sich mit denen. Ja, stimmt eigentlich. eigentlich echt lustig. Ja. Und dann ist noch die Sache, er ist ja der Einzige mit Killer, der letztendlich Eier auf den Tisch gehauen hat gegen Kaido, höchstwahrscheinlich. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber es sieht ja wirklich so aus, also Basil Hawkins hat ja einen Rückgrat wie ein Aal, der ist ja wahrscheinlich irgendwie, der hat einfach, okay, was heißt, der hat einfach den klügsten Weg. Rückgrat wie ein Aal. Ja, der hat einfach den klügsten Weg eingeschlagen, so, es war einfach klug, so, und Kid hat einfach dieses, ich will nicht sagen dieses Ruffy-Gen, aber dieses stupide, naive und ich lass mich nicht unterbuttern gehen, so, dass er einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich dann gegen ihn kämpfen wollte, so, wie dumm er auch ist, aber keine Ahnung, er hat dann verkackt, höchstwahrscheinlich, es ist alles nur Spekulation, aber das ist ja naheliegend, so, weil er hat verkackt, er liegt da zerdonnert im Knast und mit Killer haben sie komplett, also Killer ist für mich schon tot, also den kann man eigentlich schon als OP-Wiki als tot einzeichnen, also es sei denn, es kommt irgendwie Chopper mit einer Heilung oder so um die Ecke, weil der musste, wie gesagt, von der Smile-Teufelsfrucht naschen, so auf gut Glück, und hat dann verkackt und jetzt ist seine, ja, ist er nicht mehr der er vorher war und auch kämpferisch wahrscheinlich nicht mehr so stark und ich weiß nicht, er ist nicht mehr der Kamerad, so hat Kid das gesagt. Und deswegen, ich weiß nicht, wo Apu ist, ist halt die Frage. Wir haben gesehen, Teleschnecke von Kaido hat er einmal, haben wir Apus Schnecke gesehen, so. Und man geht davon aus, beziehungsweise es ist eigentlich schon bestätigt, offensichtlich, dass Apu auch bei Kaido sich angeschlossen hat, so.
Die sind einfach den Weg gegangen. Es wurde ja von Anfang an gesagt, entweder kämpfst du gegen einen oder schließt dich an. Und sie hatten jetzt keinen großen Plan, da gegen Kaido irgendwie eine Taktik auszuklügeln. So, sie mussten einfach dann, ja, kämpfen oder nicht. So, ja. Und dann, ich hätte auch gesagt, nein, so, es ist klar eigentlich. Und deswegen, ich weiß nicht, ich find's ein bisschen schade so für Kid, dass er von seiner Allianz, ich will nicht sagen hintergangen wurde, aber eigentlich ja schon so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall, der wurde da also komplett hintergangen. Es ist halt die Frage, wenn man sieht ja auch von Killer jetzt quasi nicht so den kompletten Körper, man weiß ja nicht, ob der vielleicht damals verletzt wurde, weil er ein bisschen mitgekämpft hat noch. Aber bei Scratchman Apu weiß man es ja auch nicht so, weißt du? Es wäre cool, wenn man sich's nur aufhebt und dann zeigt man so, dass ein Basil Hawkins einfach nicht gekämpft hat, weil er wusste, dass man nicht gewinnen kann. Und Scratchman Apu es vielleicht ganz kurz versucht hat, einen Schlag kassiert hat und dann sich dann entschieden hat, sich anzuschließen, weißt du? Weil, ja. Also, weil, dass man halt irgendwie sieht, dass er es überhaupt versucht hat, weil schlussendlich haben sie eine Allianz gegründet, um einen Kaiser zu stürzen. Und wenn dann ein Kaiser kommt, dann ist es halt irgendwie komisch, wenn alle bis auf einer den Schwanz einziehen und sagen, nee, das mache ich nicht. Kaiser, bist du verrückt? So, weißt du, ich meine, dafür ist ja die Gruppe da, dass man gegen Kaiser kämpft. Deswegen, natürlich ist die Chance dann zu gewinnen niedrig, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass dann die anderen auch mitkämpfen. Und vielleicht kann man das, also man kann es ja auch noch einbauen, wenn Scratchman Apu kommt und hat nur noch als Beispiel einen Arm, dann wüsste man ja auch Bescheid. So. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Was ich letztendlich aber trotzdem nachhinein krass finde, so, wo ich mich immer frage, wird das nicht noch irgendwie geändert oder so? Also Hawkins hatte schon unendlich viele Möglichkeiten, sich Law oder Ruffy oder so anzuschließen, oder er hat ja auch Hintergrundinformationen und so. Aber wie es scheint, ist er wirklich Kaido treu ergeben und tut alles, um die Feinde von Kaido zu vernichten dort auf Wano und so. Also er musste sich ja zwangsmäßig anschließen letztendlich ihn. Also man kann ja nicht sagen, dass jemand, der sich zwangsmäßig einen Kaiser anschließt, also der musste sich Kaido einfach zwangsmäßig anschließen, dass der dann wirklich aus inneren Stücken dann auch moralisch böse Sachen macht und einfach keine eigenen Gedanken mehr hat zu irgendwelchen Sachen, weißt du? Der ist jetzt einfach komplett eine Marionette von Kaido. Und gerade Hawkins, ich weiß nicht. Ich bin immer noch auf der Seite, dass er sich irgendwann anschließt, beziehungsweise... Kann ja auch ein Plan sein, weißt du? Kann alles ein Plan sein, ja. Ja, genau, weil schlussendlich, man könnte jetzt sagen, warum schließt er sich Ruffy nicht an, wenn er sieht quasi, dass Ruffy eine Chance hat, aber vielleicht sieht er, dass die Chance von Ruffy höher ist, wenn er so tut, als ob er auf Kaidos Seite wäre, auch wenn es nicht so wirkt, weil er tut gerade wirklich alles dafür, ja. Damit Kaido gut steht, aber unabhängig davon, man weiß es nicht. Also bei Basil Hawkins ist es halt echt schwierig einzuschätzen, weil man nicht weiß, diese Chancenberechnungen, die er hat, sind halt auf 1% genau, aber man weiß nicht, wie weit in die Zukunft die gehen oder welche Faktoren die alle mit berücksichtigen, so, weißt du? Ja. Deswegen ist es eine sehr schwierige Sache, aber gut, um Basil Hawkins soll es auch eigentlich nicht mainmäßig gehen, aber es ist halt eine wirklich interessante Allianz, die halt wirklich nur ganz kurz gehalten hat und man hat von denen eigentlich keine krasse gemeinsame Aktion gesehen, außer dass sie halt vor Kaido standen. Also bei Ruffy und Law ist es ja so, die sind schon durch 10 Arcs gegangen, gefühlt. Ja, zusammengeschweißt bis zum Gegner mehr. Ja, genau, haben so viel miteinander erlebt und so viele Kämpfe schon bestritten und auch gewonnen und bei denen ist es so, der erste große Kampf direkt komplette Klatsche bekommen, ist halt wirklich schwierig. Aber ich finde es geil, dass man halt Kid wieder so eingebracht hat, dass man gezeigt hat, okay, er ist im Gefängnis, er ist komplett besiegt worden, aber Ruffy kam, Ruffy wurde genauso besiegt und dann sagt man auch noch, ja, du kannst König Saki genau wie der andere, also wie Kid, und dann sieht man einfach, alles klar, die beiden sind gleich auf. Und das finde ich wichtig für den Wano Kuni-Arc, damit man weiß, dass Kid auch noch wichtig ist. Ja, und ja, was gibt's noch zu ihnen zu sagen? Also wir können jetzt noch reden über das, was wir jetzt glauben, oder haben wir noch was, gibt's sonst noch Informationen aus seiner Vergangenheit? Dass er aus dem South Blue kommt, haben wir von Anfang an gesagt, ne? Genau, also was man aus seiner Vergangenheit noch, Meister der chronologischen Aufbaumöglichkeiten, natürlich, es gibt auch wieder bei Kid ein Bild von Kid als Kind. Das hat man auch wieder in der FPS gesehen und man hat es auch im Abspann von One Piece Film Z gesehen. Das Bild von Kid als Kind ist, ist in der Hinsicht schon interessant, weil es ist schon ein Teaser quasi darauf, was seine Kraft ausmacht, weil er hat so einen Schraubenschlüssel in der Hand auf der einen Seite und so eine Mecha-Figur auf der anderen Seite und er hat halt auch so ein richtig schäbiges Grinsen mit dieser selben Brille auf dem Kopf, also es ist halt richtig typisch Kid, man sieht halt genau, was aus ihm werden soll. Ja, und ist eigentlich offensichtlich, dass er Sohn von Vegapunk ist. Ja, ich glaube, hier gehen die Meinungen auseinander. Oh Gott, nein. Oh Mann, ey. Schraubenschlüssel in der Hand, Schraubenschlüssel kein Zweifel. Roboter-Cyborg. Muss der Sohn von Vegapunk sein, nee, sehe ich jetzt keinen Zweifel. Aber es ist wirklich so ein bisschen von Oda immer gewollt, so irgendwie. Meinst du, er hatte da schon die Teufelsfrucht, weil
so absoluter krasser von Kind auf an Metall-Fan und zufällig kriegt er diese magnetische Frucht so, weißt du, ist irgendwie. Ja, so, das ist aber immer so. Das Auge ist gedrückt von so. Oder ja, wie Kizaru da an so einer kleinen Flamme sitzt in so einem Licht so, weißt du? Extra. Und oh, zufällig, oh, die Funkelfrucht, oh, so ein Zufall. Ja, ja. Huch. Weißt, ja, das ist halt das Ding so. Aber ja, das sieht man ja auch bei Big Mom so, weißt du, so eine Familie aus hunderten Leuten und alle haben irgendwie Früchte, so Keks, Süßigkeiten, Mochi, zack, 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 alle haben so genau die passende Teufelsfrucht. Aber jetzt, wo man das mal sieht, er hat da als kleines Kind einen Roboter. Und bis jetzt haben wir robotermäßig noch nichts mit ihm jetzt zu tun gehabt. Also eventuell ist seine krasse Teufelsfrucht-Power-Up-Form dann irgendwas, dass er sich wirklich zum Metallroboter ummanteln lässt oder sonstiges. Also ist jetzt, ich weiß nicht, aus dem Kinderbild kann man vielleicht das wirklich herschließen. So. Aber ansonsten, ja, es ist, halt, ist trotzdem cool, dass man ihn als Kind so sieht. Und wo er aufgewachsen ist, South Blue, weiß man nur. Ja, ein bisschen zerlumpt ist die Kleidung. Also, weiß ich nicht. Ja, es ist halt so dieses typische Bild, man sieht jetzt auch im Hintergrund kein krasses Detail, aber man sieht halt, dass aus Kid quasi genau das wir, also man sieht auch, dass er jetzt nicht so die super krassen Klamotten trägt, die Hose ist ein bisschen zerrissen, ist so dieses ganz typische für ein Anime, dass der Charakter jetzt natürlich nicht aus den besten Verhältnissen kommt, hätte man sich denken können, so, ja. Aber das ist so der grundlegende Aufbau da. Ich finde, worüber man auf jeden Fall nochmal sprechen könnte, wie der Kampf gegen die Shanks-Piraten aussah, weil im Gefängnis wurde halt, wie du es auch eben schon mal angesprochen hattest, wurde die Frage aufgeworfen, wo er seinen Arm verloren hat, ob es beim Big Mom-Angriff war und er sagte, nein, ich habe ihn im Kampf gegen die Rota-Piraten verloren und das ist krass. Also, weil man hatte gar keinen Berührungspunkt mit der Shanks-Bande, was die so wirklich stärketechnisch geleistet haben. Natürlich, Shanks hat den Krieg beendet, natürlich, Shanks ist auf Whitebeard getroffen, aber man hat ja nie so gesehen, was die Crew gemacht hat, weißt du? Und dann hört man einfach, wie die so einfach so ein Kid den Arm abgeschnitten haben. Und man weiß halt auch nicht, was Kid gemacht hat, ob er einfach versucht hat, ja, Shanks zu stürzen, also zu stürzen ist relativ, aber ja, irgendwie Shanks anzugreifen, ihn zu töten, weil wir wissen ja von damals, so ganz am Anfang von One Piece, da hat man ja schon gesehen, wenn jemand eine Waffe an Shanks richtet, das geht auch nicht gut aus, da hat ja Lucky Roo den Typen auch einfach getötet, so weißt du? Ja, getötet. Das heißt, die Shanks-Piraten, die sind richtig brutal, wirken die. Weißt du, Whitebeard, der wirkte noch wie einer, der macht auch sein Ding, aber der wirkte noch wie einer, wenn so ein Rotzlöffel wie Kid vorbeikommen würde und würde ihn angreifen, dann würde er ihn fertig machen und sagen, versuch's in 10 Jahren nochmal so, ja, du bist oder, so schwach. Oder ihn die Hand hinhalten, komm in meine Crew, ja, wird ja, mein Sohn. Ja, mein Sohn so und dann wie Ace dann erstmal noch so wochenlang ihn versuchen auf dem Schiff des Captains zu töten, so, weißt du? Aber so ein Shanks, der macht da scheinbar keine halben Sachen. Banditen einfach in den Kopf geschossen so oder Kid einfach mal einen Arm abgeschnitten, so. Das ist echt krass. Das ist halt auch das Krasse. Was meinst du? Also ich könnte mir schon vorstellen, der Arm abgetrennt, also das muss dann ja jemand sein, der ein Schwert hat, theoretisch, und da fällt halt Shanks, ist halt der, also ich denke nicht, dass weißt Lucky Roo den rausgerissen hat oder so. Ja, weißt du, was ich gerade dachte? Ich habe gerade daran gedacht, stell dir mal vor, da kommt so ein Injustice Kid so zu Shanks und das ist dann so wie Ace, der zu Shanks kommt und dann Shanks auch so, überleg dir, ob du noch einen Schritt näher kommen willst und zieht schon so am Schwert, weißt du? Ja, so, ja. Und dann stell dir mal vor, so ein Kid kommt und dann sagt er, was geht, du Einarmiger, so mäßig, du Einarmiger, ja, ja. Krüppel und Shanks so zack, mit einem Schnippen so, also das, wie das halt so im Anime ist oder im Manga, dass man das Schwert nicht zieht, sondern nur so einen Schlitz aufmacht so und dann wieder zuklappt, weißt du, was ich meine? Ja, so ja, ein Schlitz. Ja, genau. Und dann nur das Schwert so einen Schlitz aufmacht und Kid zack, keinen Arm mehr hat, also ja, nur noch einen Arm hat und dann so, ja, wer ist jetzt der Einarmige? Und zusätzlich, also man muss sagen, beide haben rote Haare, beide haben 3 Narben über dem Auge und beiden fehlt ein Arm. Das ist auch irgendwie so geil, weißt ja, du? Ja, das ist echt. Das ist echt krass irgendwie. Aber es ist halt, man hatte, oh, da gab es auch Theorien zu, dass ich von Kid und dem Verwandtschaftsverhältnis vielleicht zu Shanks und so, aber es ist halt Quatsch, finde ich. Also, ja, ist wirklich Blödsinn. Sein. Was aber noch, also ich weiß nicht, also würdest du auch sagen, Shanks hat, also er hat gesagt, die Shanks-Piraten haben es getan, so, von den Shanks-Piraten, wen kennen wir denn da, der mit dem Schwert kämpft, weil höchstwahrscheinlich Arm abgetrennt, ja, das ist eigentlich, stell dir mal ein Szenario vor, wo es wirklich, wo Shanks wirklich ernsthaften Charakter, da muss ja wirklich Kid schon richtige Scheiße gebaut haben, da muss ja wirklich richtig, er wollte ihn ja, da muss ja richtig Kacke gebaut haben, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Kid irgendwie, vielleicht gar nicht gerade aktuell irgendwie Shanks was Böses wollte, sondern irgendwie vielleicht Unschuldige angegriffen hat, Kinder abgeschlachtet hat oder so, dann kam einfach Shanks von hinten oder irgendwie, die haben ihn aufgehalten oder so, weil er sein Territorium angegriffen hat oder sonstiges oder da kann ja so viel passiert sein, weißt du, aber auf jeden Fall muss es jemand sein mit einem Schwert, denke ich, oder? Ja, also wir wissen, dass das auf jeden Fall in der Shanks-Piratenbande gibt es, glaube ich, 2 Leute mit einem Schwert. Ja, außer Shanks.
Aber es ist halt die Sache, weil wir wissen von Kit, dass er brutal ist. Wir wissen, dass er auch einfach mal so irgendwelche Dörfer angreift. Und wir wissen halt auch, dass Kaiser ganz oft, wie zum Beispiel White, und ich schätze da Whitebeard und Shanks auch relativ ähnlich ein. Also Whitebeard hat ja auch mehrere Regionen und er hat sich immer gut um die gekümmert. Natürlich sein Heimatdorf war nochmal was anderes, aber auch die anderen Gebiete von Whitebeard, um die hat er sich immer gekümmert. Die hat er immer beschützt, er hat immer geholfen so. Und so stelle ich mir das auch bei Shanks vor, weißt du? Also man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt natürlich so ein Shanks zum Windmühlendorf kommen würde und ein Kid würde da alles kurz und klein hacken, ist ja auch klar, dass Shanks ihn kurz und klein hacken würde, weißt du? Ja, ja, stimmt schon. Deswegen, an sich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich würde mir wünschen, dass es Shanks selbst wäre. Also, ja, dass nicht einfach irgendein Crewmitglied so, ja, ich habe Kid den Arm genommen, sondern ich fände es cool, wenn Shanks selbst wäre. Das hätte ein sehr krasses, also es wäre ein krasses Statement, weil Shanks, man denkt sich immer so, er ist einer der Kaiser und er ist dann zum Beispiel gut, um den Krieg zu beenden. Aber man denkt sich dann immer, wie bringt man den ein, dass er wirklich auch richtig bedrohlich wirkt, wie es halt die anderen Kaiser, so Big Mom und Kaido, die also bei, über denen ihren Köpfen ist so der Tod, weißt du? Man weiß, wenn da eine falsche Aktion kommt, dann ist der Charakter tot, so, weißt du? Ja. Dann kommst du da nicht mehr raus, so. Und bei Shanks denkt man sich so, ja, vielleicht und so. Deswegen wäre es ganz cool, wenn er einfach so Kid den Arm genommen hat, weil halt Kid als Beispiel in ein Dorf angegriffen hat, was unter dem Schutz von Shanks steht, oder dass er einfach die Shanks-Piraten angegriffen hat und dann Shanks ihn einfach so den Arm genommen hat, so. Und sagt so, ja, willst du weiterkämpfen oder willst du zusehen, dass du Land gewinnst, so. Das fände ich sehr geil. So ein bisschen Eddard Stark-mäßig. So, dass man selber das vollstrecken muss, wenn man da ein Captain ist, ja, oder ein, ja, König, keine Ahnung. So, es wär schon ehrenhaft, wenn er das selber machen würde. Also, ja, dass jetzt Kid ihm so droht und dass dann wieder Lucky Roof von der Seite kommt und ihn den Arm abreißt mit bloßer Hand, oder ich weiß es nicht, das wäre irgendwie ein bisschen too much. Deswegen glaube ich auch, ich stelle mir auch vor, dass das Shanks das war. So, dann können wir noch reden über die Rolle in Wano, wie es jetzt weitergeht in Udon. Also, er ist ja gerade in den Tod von der Schippe gesprungen. Er war ja da am Ertrinken mit Killer zusammen und Big Mom hat das Ganze ja da in Trubel gebracht in Udon und er ist dann jetzt sozusagen freigekommen. Ist jetzt letztendlich noch im Udon-Gefängnis mit Ruffy allein. Es gibt keine Gefahr mehr. Queen ist weg, Big Mom ist weg. Also höchstwahrscheinlich wird er jetzt auch entkommen. Vielleicht sogar sich Ruffy anschließen, weil, wie gesagt, gemeinsame Feinde haben sie, Big Mom und Kaido und so. Und ich sehe jetzt bei Kid jetzt nicht den Grund, einen größeren Hass oder so zu haben gegenüber Ruffy, als jetzt gegenüber die Kaiser, die ihn ja getötet haben und auch seinen Kamerad da getötet haben, kann man fast schon sagen. Deswegen, eine Allianz liegt einfach, viele wollen es aber nicht wahrhaben, weil es wie gesagt mit Capone schon eine Allianz war und jetzt auch wieder der nächste Rookie und trifft auch uns wieder eine Allianz, aber es macht einfach nur Sinn. Es könnte jetzt auch sein, dass Kid sagt, nee, ich gehe meinen eigenen Weg, aber irgendwie wäre das auch lame. Er hat ja auch, er will ja auch, sie haben ja auch beide haben sie im Gefängnis auch so konkurriert, haben gesagt, ja, ich werde der sein, der Kaido niederstreckt. So, also sie wollen beide Kaidos Kopf. Und ich glaube auch beim Feuerfestival auf Onigashima wird das da fast schon Rennen werden, wer gegen den kämpft. Aber letztendlich hat keiner eine Chance. So. Und ich glaube, Ruffy ist gerade mit dieser neuen Haki-Art, die er da trainiert und so, ist er schon ein paar Schritte voraus. So, vielleicht ist das ja jetzt Ganze da, wird er damit Kid noch trainieren oder so. Kann ja auch sein, dass er Kid als Trainingspartner nutzt, weil meiner Meinung nach ist Kid auch mit seinem Königshaki und so der Einzige, mit dem Ruffy da überhaupt so krass trainieren könnte, so nochmal, was irgendwie auch passen würde im Manga, ne? Aber man weiß ja auch, dass Kid schon vorher, weißt du, die ganze Zeit in dem Gefängnis war. Das heißt, man könnte es schon so verpacken, dass auch Kid ein bisschen dazugelernt hat, auch mit den neuen Haki, weißt du? Ja, könnte auch sein. Also, ich finde es cool, wenn halt Kid wirklich immer noch gleich auf ist. Ich wünsche mir für seine Rolle entweder, dass er, also für einen Kid finde ich schon, dass er irgendwie eine Katastrophe oder so als Gegner schon haben kann und auch bezwingen können müsste, damit er halt so diesen selben Status hat wie Ruffy, der ja auch einen Katakuri und einen Cracker besiegt hat, weißt du? Ja, ja. Dass man dann halt sagt, okay, dass er nicht nur einen Headliner besiegt, sondern dass er vielleicht auch eine Katastrophe besiegt, würde ich mir wünschen, weil, können wir auch nochmal kurz drüber reden, nach Wano Kuni sehe ich Kids Rolle sehr, sehr schwierig. Wenn man die Smile-Sache regeln kann irgendwie, okay, ist schön und gut mit Killer, aber es gibt ja kein Szenario, wo er sagt, okay, Basil, okay, Apu, ist alles okay, so, wir machen weiter wie davor auch, so, weißt du? Ja. Das ist ja extrem unwahrscheinlich. Ich habe zwar mal ein Video gemacht, wo ich auch mal darüber geredet habe, dass das alles quasi ein ganzer Plan ist, wie man das Ganze umsetzt, aber das wurde so ein bisschen gedebunkt so in den letzten Kapiteln, deswegen, wie gesagt, nach Wano Kuni ist Kids Rolle sehr, sehr schwierig und ich weiß nicht,
das Kid ist so ein Charakter, da würde ich mir halt nicht wünschen, dass er wie Lore dann sagt, okay, ich komme einfach mit. So, ich komme mit und wir stürzen Blackbeard danach oder so, weißt du? Das glaube ich nicht. Für mich ist er, wie gesagt, der Rivale und eigentlich, aber er hat ja keine Crew mehr, so. Das ist doch das Problem. Er hat keine Crew mehr, er hat keine Allianz mehr irgendwie, deswegen müsste er sich alles wieder neu aufbauen. Und boah, vielleicht gibt's da nach dem ganzen Gedöns, also wenn er vielleicht auch noch am Ende auf zwei Beinen steht und Ruffy auch noch auf zwei Beinen steht, aber beide Seiten Verluste erlitten haben, aber letztendlich Kaido und Big Mom irgendwie aus, ich weiß nicht wie, ich kann es mir zurzeit nicht ausdenken, aber wenn die gefallen sind und er einer der wenigen ist, der noch steht, dass eventuell da noch Leute sind, die dann auch zu ihm aufsehen und sich ihm anschließen oder so, dass er da eine neue Crew bildet und dass dann später, also eigentlich war ja vom Anfang an gesagt, Sabo Kipel hat ja Kid schon gesagt zu Ruffy, das nächste Mal, wenn wir uns in einer neuen Welt sehen, dann werden wir Feinde sein, dann werden wir kämpfen. Mehr oder weniger im Udon-Gefängnis haben sie konkurriert, aber nicht richtig gekämpft, weil, also, und jetzt auch die Situation lässt es nicht zu, dass die beiden da jetzt einen Kampf auf Leben und Tod haben. Aber vielleicht nach dem ganzen Arc gehen die beiden auseinander und werden sich vielleicht zum Schluss auf Raftel oder so nochmal wieder treffen. Das liegt für mich einfach nahe. Also, irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich sehe das auch wie du eigentlich. Theoretisch hat er keine Zukunft mehr nach dem ganzen. Also, wenn jetzt sogar das mit den Smiles nicht gelöst wird, dann hat er nicht mal seinen besten Kameraden. Wäre ein Charakter, der sterben könnte im Wano Kuniak? Nee. Dafür hat er zu viel auf die Fresse bekommen und hat noch keine Zeit gehabt zu glänzen, obwohl er eigentlich der ist von den Rookies, der, ich sag mal so, am dominantesten, herausstechendsten irgendwie gewirkt hat. Und er hat einfach zu viel auf den Sack bekommen. Der wird auf jeden Fall noch seine Zeit haben, wo er richtig glänzt und richtig mal so ein bisschen rasiert in der Welt. Hundertprozentig. Auch als Königshaki, so weißt du. Ja, oder wenn er da so als einsamer Wolf quasi rumhantiert, fände ich es auch cool. Es hätte auch irgendwie wieder was. Ja. Weißt du? Wenn er da so mit ein, zwei Gefolgsleuten. Okay, Leute, eine abschließende Frage an den One Piece Theoretiker, weil ich weiß, dass er überraschende Fragen liebt im Podcast. das Kopfgeld nach der Gründung der Allianz von Kid war 470 Millionen. Wenn du jetzt dich für ein Kopfgeld entscheiden müsstest, wie hoch? Also, wenn es jetzt revealed wird auf Wano Kuni. Okay, wenn es jetzt revealed wird, also er müsste, also das, was gehen, er jetzt... Gehen wir aber davon aus, dass die Weltregierung weiß, dass er die Big Mom-Piraten angegriffen hat, da auch irgendwas vorgefallen ist und dass er die Shanks-Piraten angegriffen hat. Also ein aktuelles willst du wissen? Ja, was jetzt, also gehen wir davon aus, nach Wano Kuni, der Arc ist zu Ende, die Ströte segeln davon, wir wissen, Ruffys neues Kopfgeld, von Zoro das neue Kopfgeld und so weiter und so fort und dann als Randinfo haben wir auch noch Kids neues Kopfgeld nach dem Wano Kuni Arc. Ja, okay. Also erstmal, du weißt, kurz und knapp antworten, das ist nicht so mein Ding. Ja, alles gut. Da muss man erstmal noch Frage stellen, wie krass wird seine Rolle sein? Wird es so Capone-mäßig sein und den Teppich gekehrt, weißt du, wie bei Morgans, der sein Kopfgeld ist, glaube ich, gar nicht gestiegen von Capone, weißt du? Obwohl er da auch eine tragende Rolle hatte eigentlich da im Kampf gegen Big Mom. Und das Ruffy einfach so ein bisschen anders verpackt, weißt du? Ruffy 1,5 Milliarden, Capone war da überhaupt da, so weißt du? Und wenn das auch so passiert, was, glaube ich, aber nicht wird, da ist die Frage überhaupt, wie das nach außen hingeht. Also da muss sowieso die Marine anwesend noch sein, die müssen da irgendwie noch kommen, weil, ich weiß nicht, die Neuigkeiten, wie die da rumgehen, aufwarten, das ist ja auch ziemlich abgeschottet da alles. Wenn er aber eine tragende Rolle hat, so... Und das wirklich so auch vielleicht in die Welt rausgetragen wird. Also, dass Kid und Ruffy zusammen oder das irgendwie so, oder dass er auch eine tragende Rolle hatte, vielleicht nicht die größte, dann kann ich mir das vorstellen, dass er auf, ich kann es nicht sagen, 1,2 Milliarden, würde ich sagen. Ich mit, 1,2 Milliarden auf jeden Fall. Vielleicht sogar, also wenn auch Big Mom dazu Fall geht, wie krass wäre das denn? Also, wenn da noch Big Mom, also sie sind ja beide da, Big Mom und Kaido. Und es ist jetzt nicht so utopisch, dass man davon ausgeht, dass das ist schon utopisch, um ehrlich zu sein, dass die beiden da fallen, aber. Einer zumindest, ey, vielleicht. Stell dir mal vor, beide fallen und dann ist da Kid und Ruffy noch im nächsten Atemzug und die beiden sind dann wirklich offizielle Kaiser, weil die den Posten einnehmen des anderen. Alter, ja, dann ist sein Kopfgeld auch nochmal höher. Also, wie gesagt, es ist sehr. Also, wenn er einfach nur aus Wano Kuni heile rauskommt, ohne jetzt groß was zu reißen, und gehen wir auch mal davon aus, dass die Welt auch nicht erfährt, dass er auch nicht super krass viel gerissen hat, dann finde ich so ein Kopfgeld von einer Milliarde, 1,1, 1,2 Milliarden okay. Wenn er jetzt wirklich entscheidenden Anteil daran hat, wäre auch 1,5 Milliarden okay, also dass er wieder gleich auf mit Ruffy zieht, finde ich auch okay. Und nur, also wirklich, ich halte es für unwahrscheinlich, aber nur, wenn Ruffy und Kid wirklich als Kaiser von Wano Kuni gehen, als offizielle Kaiser von Wano Kuni gehen, dann fände ich ein Kopfgeld von über 1,5 Milliarden angemessen. Weil ja, er ist brutal und so, aber schlussendlich war er einfach die letzte Zeit im Knast und ist da verrottet und hat nicht mehr viel gerissen, deswegen
Ja, ja, ist jetzt. Und natürlich brutales Agieren, das ist alles ein Grund für den Kopfgeldanstieg, aber es ist auch, wie Jinbei gesagt hat, ab 400 Millionen steigt es dann nicht mehr allzu krass an und alles, was über eine Milliarde geht, hat dann eher wenig mit Brutalität gegenüber Bürgern zu tun, sondern ist dann wahrscheinlich einfach nur noch pure Gefahr für die fünf Weisen, für die Weltregierung und so weiter und so fort, dass die halt wirklich dann Angst haben, von solchen Personen gestürzt werden zu können und dass das Kopfgeld dann wirklich so hoch angesiedelt ist, würde ich sagen. Ja, ist halt die Sache so. Ich könnte mir jetzt so, also wenn ich jetzt erfahren würde, der hat jetzt schon so 800 Millionen, es wäre für mich auch nicht so verwunderlich, weil der hat wie gesagt... Ja, das wäre okay. Alles das, so... Das, ja, also das jetzt auch 900, schon, weißt du, 950 mein? Millionen, auch vollkommen ja, okay, alles gut. Weil er hat ja jetzt schon mit einer Dings, weißt du, er hat schon jetzt mit einer... Also er hat gegen Big Mom höchstwahrscheinlich irgendwie... Also eine Auseinandersetzung gehabt, das wird schon bekannt sein mit Shanks und das ist ja bekannt und er lebt ja immer noch so. Und deswegen, ich glaube, dass das schon Grund genug, so den als gefährlich einzuschätzen, dass er eine Auseinandersetzung mit dem Kaiser hat und das Ganze überlebt. So, also ich glaube, das ist schon Grund, den jetzt schon hoch anzusiedeln mit Kopfgeld und nach dem ganzen Geschehen ist jetzt was, also steht ja in den Sternen, wie das Ganze jetzt ausgeht. Ich bin so gehypt, ey, ich freue mich richtig auf den Anime jetzt, wie das aussieht und so. Werden wir sehen, wie das Ganze mit Kid weitergeht. Ich finde auch cool, wirklich, dass Kid jetzt auch thematisiert wird und so. Und auch schon jetzt am Anfang im Geschehen. Ich habe immer gedacht, der liegt da bei Onigashima in der Höhle da bei Kaido. Das war ja auch eigentlich so, ne? Weil wir haben ja nämlich Kaido gesehen. Also da war ja rangezoomt, so dieser große Berg auf Onigashima mit den Hörnern, rangezoomt. Da sehen wir Kaido da drin, wie er säuft und so. Und dann guckt er am Ende nach rechts und da ist eine Zelle und da liegt Kid drin. Und das war ja wahrscheinlich auch erstmal so. Wahrscheinlich war er erstmal bei ihm im Onigashima in der Zelle, wurde dann aber nach Udon zum Arbeiten verdonnert und deswegen, ja, keine Ahnung. Ich finde es aber cool, dass er jetzt schon im zweiten Akt direkt mit am Start ist. So. Und jetzt höchstwahrscheinlich, so wie, also es macht einfach nur Sinn, dass er sich da jetzt irgendwie anschließt oder so und vielleicht sogar um Hilfe bittet, dass sie Killer irgendwie retten können oder so, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird von Chopper oder so. Vielleicht sowas in der Art. Wäre irgendwie cool. Und ansonsten, ja, ich bin eigentlich so jetzt durch. Wir haben über 40 Minuten über Kid geredet. Ist ja eigentlich ganz solide für so einen Charakter, über den man echt nicht so viel weiß, ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ist auch vielleicht mal ganz kurz, ganz gut, was Kurzes und Knackiges zu haben. Ja, kurz und knackig über 40 Minuten. Das kurz und knackig im Verhältnis für unsere normalen Länge, weißt du, weil man hatte so einen 1,5-Stunden-Podcast und ich denke, wir haben alles so erwähnt, was eigentlich zu Kid relevant ist. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal eure Meinung auch noch da lassen, was ihr glaubt, was mit Kid so in naher Zukunft alles passieren wird, dass man da halt auch nochmal einen ganz guten Austausch hat und sieht, was ihr halt glaubt, wie es mit Kid nach Wano Kuni weitergeht oder was alles noch auf Wano Kuni mit Kid so passiert. Ja, denke ich auch. Schreibt mal eure Wunschcharaktere auf jeden Fall über die nächste Charakteranalyse. Schreibt euren Wunschcharakter hier in die Kommentare am besten. Würde mich mal interessieren, wen ihr so als nächstes haben wollt. Weil die Charakteranalysen machen mir auch immer Spaß. So, weil man kann wirklich sich auf einen Charakter, das ist der rote Faden, der sich immer durchzieht und man kann immer wieder zurückfinden und mal alle Theorien, das ganze Gelaber, alle Auseinandersetzungen, alles mal wirklich so auseinanderklamüstern und einfach mal ein Video drüber machen, einen Podcast so. Und das finde ich ganz nice. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ich gebe die letzten Worte an Mirolox und sag schon mal ciao. Ja, Leute, auf jeden Fall auch danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt an der Stelle. Wir machen auch wieder einen Hashtag für diesen Podcast. Hashtag euren Lieblings-Supernova-Charakter, also von den 11 Supernova-Mitgliedern, einen raussuchen, den ihr feiert und den als Hashtag in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, wer der beste Supernova-Charakter ist. Vielleicht auch ein ganz guter Anhaltspunkt für die nächste Charakteranalyse, weil die Supernova-Charaktere an sich auch immer ganz interessant sind. Und ja, Leute, Podcast 14. Ausgabe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch fürs Zu-Ende-Schauen, Leute. Und es kommt auf jeden Fall noch vieles auf euch zu. Wir haben auch wieder wirklich was geplant für den Podcast-Kanal, was da in nächster Zeit auf euch zukommen wird. Dazu allerdings irgendwann mal später mehr. Und ja, danke fürs Zu-Ende-Schauen, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.